Moin Freunde, herzlich willkommen zur jetzt glaube ich 7. Folge von Let's Play Resident Evil 7 Biohazard. Es geht endlich weiter. Ich mache mir mal ganz kurz meinen Timer an, habe ich gerade ganz vergessen. Da ich habe das hier aus dem Grund, damit ich ein Video auf eine gute Zeit bekomme. Moment. Start, so. So auf 20 Minuten ungefähr, so ungefähr, so. Hier ist nichts weiter drin. Ach, zweimal. Aber naja, ich habe ja auch, ja, auf zwei. Naja, Gott, aus. In der letzten Folge war es ja so, dass die Viecher extrem viel Munition geschluckt haben. Das war ja auch toll. Habe ich jetzt eigentlich. Ja, sehr schön, da kann ich mit. Da ich jetzt. Hier sind auch wieder Kisten und manche sind halt auch fake. Was soll ich denn mit dem Brennerkraftstoff? Ich will keinen Brennerkraftstoff. Ich will Schrotmunition. Will ich jetzt hier überall Brennerkraftstoff drin? Ah, Schrotmunition. Gleich mal zwei. Schrotflintenmunition, das möchte ich ja. Hier ist schon mal eine Batterie. Wenn hier jetzt auch Schrot drin ist, wäre es krass. Was drin? Brennerkraftstoff. Hätte ich mal den Brenner nicht mitgenommen. Der hier ist übrigens fake. Das kann ich euch noch zeigen. Das ist immer fake. Das sind immer die gleichen Kisten, die in dem Game fake sind. Das ist ja das Schöne. Das weiß man dann irgendwann. So. Da. Reinsägen. Ja. Das hat jetzt auch viel gebracht, auf jeden Fall. Ladies and Gentlemen, Boys and Girls, welcome to the Bonfire! Oh Mann. Keep it clean, Gentlemen, we have rules. Das ist ja schön. Ja, er ist wieder. Fuck you, dude. Na komm, mein Freund. Und der lebt immer noch. Ist er immer noch lebt, ja. War's das auch jetzt mal? Oh, danke! Hat er gar nicht lange gedauert. Fatman auf jeden Fall. Scheiße, keine Munition mehr. Alter Schwede, der hat sie einfach nicht alle. Bald sollte auch die ganze Performance besser laufen. Ich werde mir jetzt ein neues System installieren, damit auch die neue Hardware, die hier drin ist, oder Prozessor der Ryzen und alles, hier auch läuft. Man sollte halt nicht eine neue Hardware einbauen und das System gleich lassen. Dieses System läuft, denkt immer noch mit, ich habe die alte Hardware drin, das ist alles irgendwie. Deswegen, Resident Evil ruckelt halt nur nicht aus dem Grunde, zumindest ruckelt es bei mir nicht, es läuft mit 60 FPS, weil das lief vorher schon so. Die erste kam halt die Grafikkarte und dann kamen die anderen Sachen, das lief halt davor schon so flüssig. Deswegen kann man das mit Resident Evil nicht testen. Aber die anderen Spiele laufen alle genauso wie vorher mit dem alten Prozessor. Soll ich mir einen. Weiß nicht. Ach komm, ich mach mein Heilungs-Item. Komm. Na komm. 1146. Ja, es gibt zwei Zahlencodes hierfür. Ich glaube, einmal war es 1408 und einmal 1146. Die wechseln sich beide ab. 1146. Interessant. Das ist egal, weil das ist leider so. Man muss alles an Items wegpacken. Alles, was ich besitze. So. 1146. Open. Ja, und jetzt kann ich rein. Ich überleg's mir doch einmal. Das war klar. Alter, wie sieht denn Augen aus? Ah.
Genau. Allerdings möchte ich das ja anders spielen, und zwar so, dass auch ich keine Sachen davon trage. Ja, da ist es. So ist besser. Ich sehe was. Happy fucking birthday. Alright, what do you say we play a little game? All you gotta do is light the candle and put it on the cake. Kiss my ass. Ethan, language. There are children in the building. Somewhere. I think. I'm not sure anymore. Oh my. Das machen wir schon mal auf. So. Dann mache ich mir hier erstmal ein Bad. Kann ich hier erstmal machen. Ich habe ja nichts dabei. Ich habe ja nur diese komische Kerze. Das war's. Ui. Aufmachen. Na komm. Genau, dann gibt's hier. Und zwar ist es hier ein Zahlencode. Den weiß ich schon, ne? Den weiß ich schon lange. Ja, so. So. Aus dem Weg. Hier rein. Dann hier zudrehen. Ja. So. Jetzt kommt die links reinstecken. So. Auf jeden Fall. Nicht zu viel. Ah. Motherfucker! You're supposed to die! Die kannst du behalten. Ihr kriegst du zurück. Ui. That was supposed to be for you, goddammit! Finally. Ja, aber erstmal kann das noch weg. Ich werde jetzt erstmal meine Sachen wieder aufrüsten. Erstmal das hier, die Pistole, die Schrotflinte, den Brenner brauche ich jetzt nun wirklich nicht mehr. So. Ne, das war nicht. Oh. Karte des Versuchsgeländes. Oh, Versuchsgelände. Das ist ja geil. Ich krieg zu viel. Ah. Mia? Mia! Mia! She's alive. Who are you? Where are you? We're just beyond the pier, outside that room. Hurry. Well now, Ethan. The fuck do you want? You? Dead? Guess that's not in the cards. Not yet. Lucky me. Look, unless you have any more surprises up your sleeve, I suggest you... Now that would be telling, Ethan. And I don't do spoilers. Dick. Yeah. Ach so, ich brauch noch was. Oh, ich erinnere mich letztens.
Es ist öfter mal, dass dieses Spiel bei dieser Szene hier, wo ich hier rausgehe, abstürzt. Nein, diesmal nicht. Da ist das Spiel, das ist mir auch schon auf der, das war damals PlayStation. Oh, 6-mal! Geil. Auf der PlayStation passiert, da hat sich das Spiel auch erstmal gedacht, ich krach ab. Die hat das ganze, die ganze PlayStation ist abgekrackt. Naja. Gut, dann wird die Folge wohl doch nicht so lang. Aber, naja, mein Gott. Muss ja auch nicht jede Folge so lang sein. I'm coming here. Ja. Ich habe ja auch den Schärfentiefeneffekt ja aus, da ich den nicht so schön finde. Ich mag es ohne diesen Effekt lieber. Also ich wollte nur sagen, dieser Effekt geht nicht auf eure FPS-Rate. Das heißt, das Spiel läuft mit oder ohne gleich. Ne? Ihr müsst jetzt nicht denken, oh Gott, meine FPS ist dann scheiße, wenn ihr das mal anmacht. Nee. Also zumindest ist mir jetzt nicht aufgefallen, dass das dann irgendwie schlechter wird. Ach, so schon wieder hier. Oh, Schrotmunition. Das ist schön. So, hier. Guck nochmal, ey. Ja, wenn man immer so viel Munition bekommt, dann kann man schlicht schon denken, dass es bald zu einer guten Szene kommen wird. Eigentlich sollte man keinen Brennerkraftstoff bekommen, da ich nämlich keinen Brenner dabei habe, aber auch egal. Okay, jetzt ging erstmal schneller tot. Oh nein, nicht die, nicht die. Meine Fresse, ich sehe das Vieh auch nicht. Es ist einfach zu dunkel. Ich habe das den Bildschirm zu dunkel gestellt. Nein, nein, ich brauche mal meine Munition. Meine Fresse. Auf dem lasse ich mich nicht mehr ein. Ich habe da keinen Bock mehr. Ich brauche noch Munition. Oh, 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 ja, das ist doch schön. Schießpulver, das ist auch schön. Oh, ich wette mit Munition. Oh, oh. So, jetzt bin ich ein bisschen sehr laut gerade geworden, aber... Ah, okay, das gefällt mir. Einmal das herstellen und einmal das herstellen, würde ich mal sagen. Das andere, obwohl ich könnte, habe ich nochmal... Ich glaube, ich habe Schießpulver, ne? Nee. Ah! Schade, sonst hätte ich mir... Ja, das brauche ich halt nicht, habe ich ja... Brauche ich, glaube ich, auch nicht mehr. Brauche ich auch nicht. Wir müssen sortieren hier. Okay. Es sieht mit der Munition auf jeden Fall jetzt wieder besser aus. Ja, auf jeden Fall. Achso. Ach, da ist noch... Patronen, aber sonst ist hier nichts. Ne? Okay. Beende ich hier die Folge. Morgen geht es tatsächlich weiter. Und dann würde ich mal sagen, lasst mir noch einen Daumen hoch da und... Ja, dann. Ciao.